So, moin Leute, da bin ich wieder und komischerweise kommt Khan jetzt mit uns auf einmal hier rein und wahrscheinlich war es letztes Mal wirklich ein Bug. Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Das wär's. Rein da. Hm? Also ich habe in Erinnerung, dass wir jetzt zur Waffenkammer müssen. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Hm, ciao, Khan. Schön mit dir. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Khans Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Okay, also müssen wir André gar nicht mehr finden, sondern der hat uns gefunden. Und der hilft uns hier zu den Faschisten oder was, da durchzukommen. Kurz. Gehen Sie zu Polis, finden Sie dort einen, ja, das haben wir noch, Waffenkammer. Begeben Sie sich zur Waffenkammer und finden Sie den Schmied namens André. Hey, da wurde doch eben gesagt, dass der uns gefunden hat. Sorry. Okay. Ja. Schön. Ah. Wie kann man das alles ein bisschen verslowen, die Zeit, und seine Waffen auswählen? Interessant. Was man nicht noch so alles lernt. Hier auf jeden Fall lieber die Schrot, Mann. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? War was lang gehuscht? Kontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Bin diese Journals jetzt nicht immer übersehen. Was war hier gerade? Wir haben doch hier was gesehen, oder? Ah. Alter, mega versteckt in so einem Koffer.
zur Hölle mit dir! Hau ab! Gesicht zur Wand! Dies ist eine Inspektion! Aber nicht doch! Ich bin doch nicht vom anderen Ufer! Lass den Quatsch! Bereit machst! Ruhe! Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken! Du bist verhaftet! Schon gut, schon gut! Ich komme auch so mit! Halt! Oder ich schieß auf! Scheißkerl! Ich bring ihn um! Los! Komm mir nach! Sei vorsichtig, Idiot! Lauf! Nein, bitte. Ey, wo ist er hier wieder reingeraten, Mann? Halt, du Mister! In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Okay. Aber schauen wir erstmal kurz unseren neuen Eintrag. Hey, wie komme ich denn da hin? Tagebuch. Waffenkammer. Go. In der Station wimmelt es von Spionen, die terroristische Handlungen planen. In jeder Gasse lauert ein Saboteur, sag ich dir. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Streckensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise braucht, hören Sie auf. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Auf jeden Charlie, Mann.
Spieloptik Verschiedenes. Ein Laservisier. Ich fand das eigentlich, ich finde die AK nicht so ganz geil, wie sie ist. Was ist das? Für Sie! Einfach kaufen und schießen! Ja, das war's erstmal. Was haben wir hier noch? Patronentausch! Patronaus! Der zeigt hier mal an, wofür was ist. Ah, das ist dafür, das ist dafür. Und das für nichts oder was? Wir kaufen, verkaufen. Ich hab echt viel, muss ich sagen. Das ist mir. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Atjom. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Also das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Zivilisten ist es nicht.
Befehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Alter! Bagatico! Da geht's wieder los, Mann. Bogotico! Was ist denn nochmal mit dieses Informationszeichen? Habe ich das schon vergessen, oder? Information. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in ihren Händen. Singen Sie mit mir! Hört auf, verdammte dieser Erde! Die Stimme! Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überlebt. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir zahlen den Zoll aus! Ich geh nochmal kurz nach vorne, da komme ich ja sowieso hin. Ich glaube, ich muss die töten. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert hier mit den Dingern. Ups. Oder ist das einfach nur... Ne, ist eine Brandgranate. Aber wie werfe ich die? Echt komisch. Vielleicht Mausrad 3? Naja, jetzt töte ich die hier. Batz! 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 Oh! Haben sie nicht das Licht angemacht?
Wie viele kommen denn hier, ey? Und wo lang muss ich? Weiß ich noch gar nicht. Geh mal hier runter. Sind hier sowieso mal alles. Der hat da gepennt, Mann. Was soll ich hier machen, Leute? Er hat auf jeden Fall gerade gespeichert, das heißt, vielleicht muss ich hier sogar lang. Irgendwie ein bisschen krasser ausgestattet auf jeden Fall.
Die Unterkunft. Vielen Dank, Genosse. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Und vielen Dank nochmal. Das ist mein Job, ne? Bring mir mal lieber ein bisschen Muni. Wo ist denn der Dude hier? Hat der noch Muni? Moon, sagt man ja, Moon. Hier geht's runter, wa? Okay, geht ja richtig langsam runter. Warum? Ja, vielleicht muss ich gar nicht. Vielleicht bin ich einfach den falschen Weg gegangen, wa? Und ich hätte den hier töten müssen und dann geht's hier weiter. Okay. Sorry für das Karussell hier. Und dann geht's hier weiter. Alter, da war ein Wagen. What you gonna do? Muss doch hier lang. Oh, da kommt er. Ja, als ob. Als ob. Lauf.
dafür. Ich muss hier immer die ganze Station erlegen, ey. Oh, hier sind noch mehr. Die haben auch alle eine krasse Rüstung, ey. Ja, stirb. Okay, ich check noch hier unten alles. Geht hier, sind die Leute hier drinne? Scheiß Radio nervt mich mal mit. Ist das? Naja. Nur ultra nervig. Kann ich gleich hoch? Sheesh. Mega die Packung. Also schon sehr dunkel das Spiel, muss ich sagen. Ich erkenne echt wenig. Ist das das gleiche? Was soll das für eine Waffe sein? Nicht der Revolver, oder? Das ist dieses Machine Gun. Nee, wir bleiben hier beim Revolver. Der abgeht. Ja, ich habe doch schon alle getötet. Na, wahrscheinlich geht's hier weiter. Sorry. Front.
Hier sind die Leichen. Aber wir rocken das. Erwischen lassen, schreibt er noch vorher. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bitte zu deinem Marx oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Alter, Max Payne-Style. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Jo, erstmal einen Schluck. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Dresine. Territorium ist los und die schwarze Station. Mit Ullmann. Was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Du solltest das Geschütz bemannen, dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Viel Glück, wie bei, ne? Man kennt das noch von Taken oder 96 Stunden. Viel Glück. Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Okay. Oh, ein bisschen kompliziert. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Wenn wir das Licht ausnehmen. Obwohl, mit Licht, dann blende ich sie, dann erkennen die mich nicht.
Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Munn liefern. Die haben ihre Munnlieferung bereits bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie Ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Feind von hinten! Na, wieder erwischt, Mann. Ah. Feind zur Linken! Jawohl, Mann, es hat aber auch gedauert. Hinter uns! Feind von hinten! Rum. Rum, rum. Es ist ein Panzer! Oh mein Gott. Ja. Woher denn? Man sieht den Panzer doch gar nicht. Machen wir lieber das Licht aus, Leute. Die Maschine ist heiß, ich kann nichts machen. Feind von hinten! Gekommen. Was jetzt?
wir angekommen. Endstation. Beeilung, Artyom! Ich muss hier wieder die Tür aufmachen, wa? Ein roter Key. Ich frage mich, wofür diese Schlüssel da sind. Alter, ey, noch mehr Schüsse kann man aber auch nicht bekommen. Yeah, eine neue Gasmaske, die war auch schon mega kaputt. Bap. Okay, das ist... Was für eine Waffe? Die Frage. Tausche ich die jetzt endlich mal damit aus oder mit der Schrot? Pumpe deine Luftdruckwaffe auf, indem du R gedrückt hältst. Nee, ich will lieber meine Schrot behalten. Komisch mit der Luftdruckwaffe. Aber kommen die jetzt hier nicht mit? Ist das hier nur so eine kleine Waffenkammer, um mich auszustatten? Mit allem möglichen Kram? Wahrscheinlich. Messer, aber kein Tagebuch. Hammer. Okay, gehen wir weiter. Ich bin ready. Okay, wo sind die Geißeln? Leute! Alter! Du denn da Blaues drinne? Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Ja. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Duke! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Schießen? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Die Reds. Nur seine Stiefel blieben übrig. Dazu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Nicht. Hier muss jemand sein. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los, geh hinter der Panzerung in Deckung. Ja, hier verballere ich nicht meine Munition. Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Krass, habe so eine Munitionskiste. Kann immer wieder meine Rüstung, meine Muni nachfüllen. Meine Moon. Oh, hier sind Liberians. Was ist denn das? Da war doch immer. Haben sie in die Luft gejagt. Genau. Dranbleiben!
Noch weiter keinen soll ich ducken. Alter, hier sind die Monster, Mann. Da springen sie rum. Sie mit Pavel zur schwarzen Station und verschissen durch und treffen sich dort mit Ullmann. Begeben sich zur schwarzen Station und die Ullmann. Wir sind auf jeden Fall so, ich kann hier lang gehen. Aber ich schaue noch mal kurz da oben, bevor ich hier lang gehe. Nee, ich gehe kurz erst da unten lang. Das ist ein bisschen verlockend hier, muss ich sagen. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Scheiß Rode. Wer wär's, Mann? Gegen Ratten hab ich was. Oh, da darf man nicht gegenkommen. Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit.
Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Ich dachte, du lässt mich jetzt rein. Ich will hier auch geschützt sein. Alter, was ist passiert, Mann? Tag heute. Gar nicht langweilig. Warum lässt du mich nicht da oben hin? Verdammt! Wir sind alle erledigt! Kämpfte Feiglinge! Helf mir doch auch mal, Mann. Alle in Ordnung? Oh nee, ey, das ist schon eine ordentliche. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Bin ich auch hier hinter, Mann? Irgendwie mega mies. Ah, ich bleib hier auf der Treppe wieder. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Was ist denn, wenn ich mal ein bisschen mit dieser Ding spiele? Mit der Zeitlupe hier. Geht ja auch. Einfach mal ausprobieren. Ja.
Nee, das geht gar nicht. Mehr. Ja, da lebt nur noch ich, wa? Leute. Aber unbedingt Munition einsammeln. Alle tot. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt. Wie du sehen kannst, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Danke, Mann. Oh. Sag mir mal lieber, wo die Munitionskisten sind. Oh nein. Sind noch Monster? Habe ich ja gerade gar keinen Bock. Songs. Digga! Wo? Du Fotze, ey. Meine Güte, wo bist du? Ekelhafte Tiere, ey. Lauf! Ah.
Was war das denn, Mann? Man sieht die halt auch nicht. Stirb. Du auch. Ja, wie viele noch von euch? Auf, Digga. So wieder ein Riesen-Package, oder was? Okay, ich muss da hinten durch. Oh, ich will doch aber nicht. Finde ich noch irgendwie was, was ich einsammeln kann? Ich hasse diese Tiere, ey. Einfach so ultimativ schnell. Kill dich selbst, kill dich selbst. Das ist eine fucking Station, ey. Ah, so keine Munition mehr, bitte. Geh weiter.
Ich hasse sowas. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ist denn die Maussteuerung ist jetzt so ein bisschen schwammiger, vielleicht weil ich den Jungen hinten drauf habe. Fühlt sich auf jeden Fall sehr unnatürlich an. Dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung. Da? Okay, da geht's nicht runter. Lul! Onkel, ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, ja, genau, Junge. Puh. Da! Da kann ich auch nicht rein, das sind ja alles diese Löcher. Mann, ich dachte, war das andere. Ha, egal. Bin ich dumm. Onkel, ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, ich will nicht immer, dass du das sagst, das nervt mich. Hier oben ist guter Platz. Ach, hier geht's auch lang. Das sieh mal einmal an. Was war das denn jetzt? Mann! Onkel, eine komische ich werde dir helfen Stelle müssen, hier. Sonst werden wir beide gefressen. Okay, du kannst auch nicht, ich kann auch nicht rennen mit dir, das ist so nervig. Da! Da! Ja, wo war jetzt dein da, Junge? Du kannst gar nichts. Oh, hier die Löcher. Ah, okay. Hier. Zacko.
sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Welchen? Dem hier oder was? In dem da. Weiß gar nichts, Junge. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Das sieht ganz fett aus, ey. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Da ist noch eine. Hey, was ist das? Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Weiß nicht, ob ich jetzt spoilern darf, aber es ist eigentlich der Sohn von Anton, wow, laut Buch. Was ist das und, da oben? Moment. Die Kinder werden entführt. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Mutanten. Himmel! Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ja, und kurze Facts zu den Mutanten, die glauben an den sozusagen großen Wurm, der die Tunnel baut und meinst sind zurückgeblieben. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Jo! Sorry, Junge. Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Wow. Was ist das da oben? Ja. Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Ich hoffe es. Junge, ich hoffe es. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Hier ist eine Mom. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Danke, Mama. Sascha Enke! Sascha Enka! Sein bist Vater du okay? Ist uns allen wichtig. Aber wo und ist wenn denn sein Onkel? Sohn gestorben wäre, gekommen? Hätte ihn Onkel das ist umgebracht. Tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Vielen Dank. Du hast gar nichts gemacht, junger Mann. Nervst. Mama!
Ja. Ich habe den Himmel gesehen. Oh Gott, armer Seryosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Oh, ist ja, wie du es wieder gut machen kannst. Nehmen Sie diese Patronin. Wenigstens etwas. Nein, das ist gut. Behalten Sie das. Bin gut Mensch. In Ordnung, geht. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Rachel. Dankeschön. So Leute, hier mache ich Stopp. Dankeschön für Teil 3, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns in Teil 4. Das war doch ein actionreicher Teil. Hm? Leute, ich setze mich hier ans Feuer. Und wir hören uns nächstes Mal. Ciao.